Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen! In unserer Informations- und Wissensgesellschaft gehört lebenslanges Lernen zur Basis für eine erfolgreiche Bildungs- und Arbeitsbiografie. Die Anforderungen und die Erwartungen, sich kontinuierlich weiterzubilden, steigen in unserer heutigen Wissensgesellschaft kontinuierlich an. Die rasche Entwicklung von Technologien und der immense jährliche Zuwachs an neuen Wissensbeständen machen es in vielen Bereichen unerlässlich, sich auch neben dem Beruf weiter zu qualifizieren. Neben den klassischen Offline-Schulungen kommt dem E-Learning dabei eine immer größer werdende Bedeutung zu. Die digitalen Medien bieten enorme Potenziale in der Aus- und Weiterbildung sowie in der beruflichen Facharbeit. Neue Formen der Kommunikation, Kooperation und Vernetzung sind ebenso möglich wie neue, effektive Wege der Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten. Digitale Medien entkoppeln Ort und Zeit und bieten neue Freiheitsgrade der Gestaltung und Individualisierung von Qualifizierungsangeboten. So erlauben sie ein besonders rasches Anpassen der Inhalte an aktuelle Themen und Anforderungen. Dies kann über die Bereitstellung einer Lernsoftware oder das Anbieten eines Online-Lehrgangs bis über virtuelle Klassenräume eine ganze Bandbreite an möglichen Unterrichtsformen bedeuten. Zur Frage der digitalisierten und online-basierten Weiterbildung im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz gab es in der Anhörung im Ausschuss insoweit Einigkeit. Dass mehr Möglichkeiten zur Digitalisierung durchaus zu begrüßen sind. Online-Lernen bietet unbestreitbare Vorteile. Die Zeit- und Ortsunabhängigkeit ermöglicht großmögliche Flexibilität in zeitlicher und räumlicher Sicht. Es können Kosten gespart werden, An- und Abreisekosten entfallen, somit auch die Aufwendungen für Planung und Durchführung der Schulung. Eine standardisierte, gleichbleibende Qualität ist in der Regel gesichert. Mehrsprachigkeit ist möglich. Jedoch sollte auch bedacht werden, dass die Gefahr einer geringen didaktischen Absicherung im E-Learning-Bereich bestehen kann. Zudem ist technischer Sachverstand nötig und Selbstdisziplin ist erforderlich. E-Learning wird das klassische Lernen auch in der beruflichen Weiterbildung nicht ganz verdrängen. Es stellt aber eine sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Methoden der Wissensvermittlung dar, die den Bedürfnissen und Zielsetzungen der jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemäß eingesetzt werden sollte. Von daher ist der Antrag der Piraten sehr zu begrüßen. Es macht Sinn, das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz in NRW in Bezug auf die Ortsgebundenheit und die Online-Weiterbildung zu prüfen. Die Landesorganisationen der Weiterbildung in NRW werden sich in diesem Jahr mit dem Thema Online-Weiterbildung beschäftigen. Wir Grünen möchten das Ergebnis der Beratungen der Experten abwarten und werden deshalb dem Antrag der Piraten, ich betone heute, nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank.